So, im Moment scheinen sich die Zahlen endgültig zu festigen. 47% zu 46% für Wiedotzki. Doch nicht ganz die 51%. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen. Aber wie ist im Moment insgesamt die Auffassung? Also erstmal bin ich hochzufrieden mit dem Ergebnis von 47,3 sind es mittlerweile. Das im ersten Anlauf in einem Versuch, nämlich einer parteiübergreifenden Kandidatur für CDU, Grüne und FDP, ist, glaube ich, ein unglaublich gutes Ergebnis. Und jetzt gilt es natürlich, klar, wir haben die Stichwahl. 51% plus eine Stimme sind erforderlich. Und im ersten Wahlgang hat das keiner erreicht. Aber nochmal, ich liege mit über 10% vor meinem Mitwettbewerber von der SPD. Und ich glaube, das ist eine gute Ausgangsbasis, um jetzt nochmal 3 Wochen richtig Wahlkampf zu machen. Ich glaube, ausruhen sollte sich da niemand. Wir müssen Bürger mobilisieren, auch zur Stichwahl tatsächlich nochmal zur Wahl zu gehen. Aber ich glaube, das ist eine gute Ausgangsbasis. Und heute sage ich erstmal, diese 3 Parteien haben mich gut durch den Wahlkampf getragen. Daneben noch eine ganze Reihe von Bürgern, die für mich privat Wahlkampf gemacht haben, die mich unterstützt haben als Freunde, als Partner. Und ich glaube, es ist ein guter Tag heute mit 47,3 aus dem ersten Wahlgang zu gehen. Es gilt jetzt auch einiges zu tun in den nächsten Wochen. Was werden die Schwerpunkte sein? Worauf wird man argumentieren? Naja, wir werden versuchen, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, auf die Straße, an die Haustüren und versuchen, denen, die diesmal unentschieden waren oder sich für einen anderen Bewerber entschieden haben, davon zu überzeugen, am 15. Juni Erik Schulz zu wählen. Wie gesagt, es fehlen 2,7%. Beim nächsten Mal gehen ja nur noch die beiden Kandidaten ins Rennen, die diesmal die Favoriten waren. Und ich bin guter Dinge, dass wir den Abstand von über 10% ausbauen können. Die Wochen haben viel Kraft gekostet, es sind doch Energiereserven da. Ja, also ich habe viel Spaß gehabt im Wahlkampf. Das war natürlich eine anstrengende Zeit, das ist doch vollkommen klar. Aber überwiegend hat das Spaß gemacht. Und man wird am Ende, wenn man merkt, wie gut die Stimmung ist, und ich ahnte es, dass ich ein ähnliches Ergebnis auch erwarten darf, an den Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger auf der Straße in den Gesprächen habe ich gemerkt, dass diese Idee einer parteiübergreifenden Kandidatur, glaube ich, gut ankommt. Und insofern fühle ich mich fit und munter und freue mich jetzt auf die nächsten 3 Wochen. Und besonders gefreut habe ich mich, als gerade einige Menschen, die überhaupt nichts mit Parteien zu tun haben, mir gesagt haben, ich gebe in den nächsten 3 Wochen für Sie nochmal richtig mit Gas, unterstütze Sie im Wahlkampf mit Organisation, mit Hilfe, mit Manpower. Und das macht Spaß und ich freue mich.